In diesem Video werden wir die Champions League spielen, aber nicht normal langweilig auf dem großen Fußballfeld. Nein, heute, Freunde, geht es in den Käfig von Volta Football. Das hier sind die 16 Achtelfinalmannschaften und wir starten direkt mit dem Spiel Leipzig gegen Manchester City. Und gespielt wird dieses Spiel laut Glücksrad im Modus 5 gegen 5. Überraschungsball. Denn vor jedem Spiel wird der Modus vom Glücksrad bestimmt. Das macht's noch spannender und vielleicht sehen wir ja so einen Überraschungssieger. Aber den Anfang sollte Favorit Man City machen. Walker Man City. Grealish macht das Ding und das ist das 1:0 für Favorit Manchester City. Doch Leipzig reagierte direkt. Guardiola scheiterte zwar beim ersten Versuch, doch beim Nachschuss ließ er Ederson keine Chance. Boom, Freunde, was ein Start in dieses Video und wir werden noch so viele unfassbar spannende und verrückte Duelle sehen. Also bis zum Ende unbedingt dranbleiben heute. Nach dem Ausgleich wollte City wieder mehr, hatte zwei gute Chancen und Leipzig immerhin dieses Schüsschen. Ederson machte den cringesten Abwurf aller Zeiten. Doch das setzte scheinbar bei Citys Jack Grealish ungeahnte Kräfte frei, denn er traf eiskalt zum 2:1 und nur Sekunden später auch zum 3:1. Doch Leipzig blieb griffig und belohnte sich wenige Sekunden vor dem Halbzeitpfiff mit dem Ausgleich. Eieiei, 5 Tore in Halbzeit 1, da ist Spannung pur drin und es ist auch Überraschungsball, da kann bis zum Schluss wirklich alles passieren. Und Leipzig kommt direkt. Halstenberg, ah, den muss er machen. Und Leipzig kam besser in den zweiten Durchgang, hatte viele gute Chancen, doch der Treffer, der fehlte. Und das nutzte City, konterte und traf zum 4:2. Blažević hielt die Bullen mit einer Glanzparade im Spiel und 20 Sekunden vor Schluss kam nochmal Christopher Nkunku. Oh, Leipzig läuft hier die Zeit davon. Nkunku, was ist das für ein Abschluss mit 20 Sekunden auf der Uhr und was ein Torjubel. Der Kerl hat den Ausgleich erzielt. Ist gut. Dann passierte nichts mehr und direkt im ersten Spiel musste ein Elfmeterschießen die Entscheidung bringen. Silva mit dem ersten für Leipzig und der verwandelt. Alvarez, der Argentinier und Blažević hat ihn. Das sieht nicht gut aus für Man City. Alstenberg für die Bullen. Alstenberg, das sieht du hoch. Das ist jetzt der Matchball. Bernardo Silva muss treffen und das tut er auch. Aber egal, Nkunku hat den Matchball. Nkunku und der vergibt ausgerechnet. Aber gut, immer noch Matchball. Walker trifft aber souverän und es geht auch hier in die Verlängerung. Guardiola trifft für Leipzig. Druck auf den Schultern von Jack Grealish und der verballert. Und Leipzig haut Top-Favorit Man City raus. Die erste Überraschung in dieser Volta Champions League. Leipzig steht also im Viertelfinale und im nächsten Spiel, da wartet ein echter Kracher. Real Madrid gegen den FC Liverpool. Und zwar laut Glücksrad im Survival-Mode. Und die ersten Chancen im Spiel gehörten nur den Königlichen. Doch sie scheiterten jedes Mal an Liverpools Keeper Alisson oder auch am Aluminium. Ach so, und einmal wäre Liverpools Alisson fast ins eigene Tor gelaufen. Ja, keine Ahnung, Freunde. Doch dann kam Liverpools Thiago. Real spielt den Ball nicht sauber aus. Thiago, wieder fliegt sich die Kugel auf und Courtois ist da. Was eine Chance. Auch Fabinho scheiterte an Courtois und so ging es mit einem 0:0 in die Pause. Aber come on, Freunde, Real gegen Liverpool, das wird doch hier nicht torlos bleiben, oder? Doch so schien es zunächst. Beide Teams hatten gute Chancen, aber auf der Anzeigetafel stand immer noch zweimal die 0. Ah, nevermind, ich habe gerade gesehen, Mo Salah hat das 1:0 eben erzielt. Also dann, Führung für Liverpool. Aber gut, Mo Salah muss jetzt den Platz verlassen und das ist die Chance für Real Madrid. Aber es gab für das Weiße Ballett kein Durchkommen gegen Alisson und plötzlich waren auch schon die letzten 20 Sekunden angebrochen. Real jetzt nochmal. Real läuft die Zeit davon. 20 Sekunden noch. Benzema, Vini Junior, der macht's mit der Ferse, Digga. Junge, was ist mit dem los? Was ist das für ein Tor? Und das ist der Ausgleich von Real Madrid. Und in der letzten Sekunde hatte Real tatsächlich auch nochmal den Matchball. Aber auch das zweite Spiel musste tatsächlich im Elfmeterschießen entschieden werden. Und nachdem Benzema und Militao getroffen und Liverpools Fabinho verballert hatte, stand Thiago schon unter Druck. Doch traf souverän. Antonio Rüdiger hatte den nächsten Matchball, doch scheiterte. Und Van Dijk konnte Liverpool wieder ranbringen. Virgil van Dijk, kann er Liverpool nochmal ranbringen? Nee, Courtois hat ihn. Van Dijk fällt um und was macht Courtois? Junge, oh, was ist das denn für ein Cringer-Jubel von Thibaut Courtois? Cringe. Ja, egal, es geht hier Schlag auf Schlag und wir springen direkt zum nächsten Spiel. Napoli gegen Eintracht Frankfurt. Und zwar laut Glücksrad im Survival-Mode, aber auf große Tore. Das wird spannend. Und Leco Mio Frankfurt hatte es eilig, traf direkt zweimal und hatte die Chance aufs dritte Tor. Doch dann musste man erstmal den Anschlusstreffer von Napoli hinnehmen. Eckball, kann Frankfurt das dritte machen? Nee, Napoli fängt ab. Langer Ball, Osimhen. Oh, was macht der? Was macht der? Macht der direkt? Der macht das direkt! Der macht das alles in der Luft! Volley, Tor des Grauens, Amigos! Leg mich fett! Doch nicht nur das, danach auch noch den Ausgleich. Und noch schlimmer, sogar noch den 2:3 Rückstand. Hui, Freunde, jetzt ist die Eintracht gefordert. Da muss einfach mehr kommen. Die gehen für die Eintracht durchs Feuer. Und die Eintracht lieferte, näherte sich an und Kolo Muani erzielte den Ausgleich. Und kurz später traf Makoto Asebe nach Torwartfehler wieder zur erneuten 4:3 Führung und nach dem Seitenwechsel
auch noch zum 5:3. Der alte Makoto Hasebe, ja. Und was macht in Napolis Juwel Kvaradonna? Naja, der hatte noch Chancen, aber Frankfurt hatte immer noch Trapp und natürlich den Pfosten. Endstand 5:3 und die Eintracht aus Frankfurt steht tatsächlich im Volta Champions League Viertelfinale. Und Amigos, auch im nächsten Duell haben wir deutsche Beteiligung. BVB gegen den FC Chelsea. Und zwar im Duell 4 gegen 4, aber ohne Torhüter. Das wird spannend und vor allem torreich. Und tatsächlich, nach gerade mal 3 Sekunden führte Dortmund mit 1:0, legte dann das 2:0 nach und dominierte das Spiel. Joao Felix schoss zwar dann noch das lustigste Tor aller Zeiten. Was? Junge, habt ihr das gesehen? Junge, der fällt hier auf den Po und schnippelt den rein. Das habe ich ja noch nie gesehen. Ein zu wildes Tor, doch der BVB war insgesamt die bessere Mannschaft und setzte sich letzten Endes souverän mit 14:11 durch. Und alter Verwalter, was ein wildes Ergebnis. Stellt euch das mal im Real Life vor. Oder noch besser, stellt euch vor AC Milan gegen Tottenham Hotspur. Unser nächstes Spiel und zwar im normalen 5. gegen 5 Modus. Es entstand sofort ein heißer Schlagabtausch. Die Spurs trafen zur 1:0 Führung. Milan konnte ausgleichen und scheiterte dann knapp am Innenpfosten. Und dann knallte Sondersding wieder für Tottenham rein. Gut, und einmal lupfte er ziemlich lost alleine vor dem Tor. Hugo Lloris machte den coolsten Abwurf aller Zeiten und Heung-min Son traf in Halbzeit 2, dann zum Verdienten. 3:1. Die Spurs hatten danach eine Menge Chancen, um den Sack endlich zuzumachen, schafften das aber nicht. Und so bekam Milan nochmal die Möglichkeit. Doch leider konnten auch die Mailänder ihre 100%igen nicht nutzen und verloren am Ende verdient mit 1:3. Die Spurs stehen also im Viertelfinale und darum geht's auch im nächsten Kracherspiel. FC Bayern München gegen Paris Saint-Germain. Und zwar im 4 gegen 4 Modus. Und die erste Halbzeit gehörte komplett den Münchnern. PSG war total abgemeldet. Bis kurz vor der Pause. Hier spielt nur der FC Bayern. Jetzt vielleicht nochmal PSG. Mbappé fliegt und und die Doppelchance. Und Jan Sommer ist zweimal da. So wichtig der Kerl da hinten drin. Ähnliches Szenario auch in Halbzeit 2. Die Bayern dominierten und hatten gefühlt 200 Chancen, aber ließen einfach zu viel liegen. So kommen jetzt nochmal vielleicht die Bayern. Goretzka frei in der Mitte. Der steht da 2 Meter vom Tor und schnippelt den nicht rein. Das kann ich nicht fassen. Junge Leon, was war los? Hast du kurz vergessen, dass du nicht mehr Spieler von Schalke 04 bist? Ja. Und dann hatten die Bayern auch noch Glück, als Marquinhos in den Schlusssekunden nur den Pfosten traf. Oh Gott, Freunde, es geht wieder in den Elferschießen und Goretzka fährt den ersten daneben. Jetzt Kylian Mbappé. Kann der eiskalt sein? Der ist eiskalt. Jamal Musiala jetzt schon etwas unter Druck und das ist ganz schlecht. Sieht nicht gut aus für die Bayern. Verratti kann das Ding zumachen, aber Sommer hat ihn. Oh, was ein schlechtes Elfmeterschießen hier. De Ligt muss ebenfalls noch treffen und macht das. Nächster Matchball für PSG. Captain Marquinhos, aber ebenfalls in die Mitte und die Bayern sind wieder voll da. Jan Sommer im Duell, der Torhüter trifft und jetzt haben die Bayern auf einmal den Vorteil. Und wie sich's anhört, komme ich jetzt bald in den Stimmbruch. Läuft. Gianluigi Donnarumma, bei dem habe ich kein gutes Gefühl. Jan Sommer hat ihn. Auch die Bayern stehen im Viertelfinale. Warum freue ich mich eigentlich? Ich bin Schalke-Fan. Oh mein Gott. Aber mal sehen, wer den Bayern jetzt noch ins Viertelfinale folgt. Inter gegen FC Porto im Duell 4 gegen 4. Bis 3 Tore. Let's go. Und Porto gehörte der erste Postenkracher. Doch dann kam Inter mit den Chancen. Und Porto-Schlussmann Diogo Costa leistete den entscheidenden Fehler. Martinez frei durch, aber warum lupft er denn da? Das gibt's nicht. Aber was ist das für ein Abwurf, Junge? Was ist das für ein Abwurf? Und was ist das für ein Abschluss? Fallrückzieher, Tor von Martinez. Aber der Fehler von Costa, das kannst du nicht machen. Das wird der Skipper mit meinen Torwart-Handschuhen sicherlich nicht passieren. Porto lupfte in Halbzeit 1 komischerweise nur, doch in Durchgang 2 kamen die Chancen im Sekundentakt und der Ausgleich schien greifbar nah. Im Konter der Mailänder konnte Costa seinen Fehler wieder gut machen und dann hatte Porto die Ausgleichschance. Porto schnell nach vorne, Taremi mit der Chance und den muss er doch eigentlich machen, aber die Aktion ist noch heiß und der Ball ist im Tor und das ist der Ausgleich. Let's go. Costa holte sich vom Cringe-Abwurf des Grauens noch Energie fürs Elfmeterschießen wie Jeremy Fragrance. Power! Und dann war Schluss. Und Freunde, es schien zu wirken. Costa hielt beide Elfmeter der Mailänder. Porto traf zweimal eiskalt und steht jetzt ebenfalls im Viertelfinale. Achso, und diesen lustigen Jubel von Paulo Ottavio, den will ich euch auch nicht vorenthalten. Fehlt noch das letzte Achtelfinalspiel. Benfica gegen Benfica und gespielt wird im Modus 3 gegen 3. Ohne Torhüter. Das Spiel können wir kurz machen. Favorit Benfica konnte direkt vorlegen. Brügge kam aber zurück und führte kurz vor Schluss mit einem Tor Vorsprung. Doch Benfica glich zum 12:12 aus und ein Golden Goal musste die Entscheidung bringen. Benfica hatte die Chance, aber Brügge schnibbelte die Kugel letztendlich ins Tor und steht im Viertelfinale. Und genau dort gehen wir jetzt hin, Freunde. Viertelfinale Nummer 1. Leipzig gegen Eintracht Frankfurt. Hype. Bock. Angriff.
Ach so, und wer glaubst du gewinnt diesen Volta Champions League Titel? Schreib deinen Tipp jetzt gern unten in die Kommentare. Und RB Leipzig? Vermutlich schon mal nicht, denn die wurden von der Eintracht komplett an die Wand gespielt. Einzig Torwart Blaswitsch konnte über sich hinausweisen. Holomoani traf dann aber doch zum 1:0 und Kamada eine Sekunde vor der Halbzeit zum 2:0. Und alter Schwede, guck mal auf die Expected Goals hier, Freunde. 7,0 zu 0,0. Das ist ja unfassbar, wie böse Leipzig hier von der Eintracht gehopst wird. Doch im zweiten Durchgang wachten die Bullen auf, hatten die erste Chance und Nkunku traf dann sogar per Kopf zum 1:2. Und Leipzig war wieder voll im Rennen, hatte sogar die Chance auf den Sieg. Aber Eintracht Frankfurt hatte noch ein Ass im Ärmel. Angriff der Eintracht, geht hier nochmal was. Jetzt über außen vielleicht in die Mitte auf Daichi Kamada und das ist der Kopf. Ich weiß nicht, wer es gemacht hat, aber es ist das Tor und die erneute Führung für die Frankfurter. Und dann war Schluss und die Eintracht steht tatsächlich im Volta Champions League Halbfinale. Doch wer ist die Mannschaft, die ihnen jetzt dorthin folgt? Brügge oder der BVB? Wir finden es jetzt gemeinsam raus, Freunde, und zwar laut Glücksrad im 5 gegen 5. Survival Mode. Keine Ahnung, warum ich da jetzt so eine komische Hand bewegen. Wir gehen einfach rein. Und die Belgier legten los wie die Feuerwehr. Doch dann machte Moukoko dieses Traumtor. Dortmund jetzt vielleicht Moukoko, der Youngster. Was macht denn der da? Was macht denn der da? Der flickt sich die Kugel auf Seitwallzieher. Und Adiosa, war sein Türchen. In Halbzeit 2 ein ähnliches Bild. Brügge drückte und versuchte alles. Doch der BVB traf. Endstand 2:0 und ein souveränes Halbfinale für die Dortmunder. Mal gucken, ob die Bayern dort jetzt auch hinkommen können gegen die Spurs. Möglich ist alles. Genauso wie im Modus 5 gegen 5. Überraschungsball. Ja, ich weiß, die Hände schon wieder. Wir gehen wieder einfach rein. Und Junge, war das ein knackiges Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Doch den Torregen eröffneten die Spurs. Aber Bayern ließ das nicht lange auf sich sitzen und kam postwendend zurück in die Partie. Beziehungsweise noch besser sogar, denn auf dem Tor der Münchner war ein Dreifachboost und die Bayern führten daher auf einmal mit 3:1. Torwart Jan Sommer war auch in Hochform, dennoch kassierte er kurz vor der Pause das 2:3. Die zweite Hälfte gehörte anfangs nur den Münchnern, doch Loris hielt alles, was auf seinen Kasten kam und mit seinem cringen Abwurf kam plötzlich die Wende. Denn plötzlich spielten nur noch die Spurs, kamen zu Top-Chancen, aber Jan Sommer wuchs über sich hinaus. Choupo-Moting traf im Konter kurz vor Schluss zum 4:2, Deckel drauf, Bayern München, Halbfinale. Bleibt noch das letzte Halbfinalticket zu vergeben zwischen Porto und Real Madrid im Survival-Mode bis 3 Tore. Und Porto hatte keine Angst, startete gut in die Partie und belohnte sich sogar mit der frühen Führung. Camavinga, was macht der? Otavio, Ball ist frei, was machen die da draußen? Was macht er? Was macht vor allem Porto? Was ist das für ein Laserstrahl? Und die Führung gegen Real Madridski. Porto wollte nachlegen, doch auch Real Madrid wollte natürlich gewinnen und Camavinga konnte seinen Fehler vor dem Gegentor mit dem 1:1 Ausgleich mehr als wieder gut machen. Doch apropos Fehler, dann passierte Thibaut Courtois das hier. 30 Sekunden noch in Halbzeit 2. Gelingt noch jemand ein Tor? Was macht Courtois? Was macht Courtois? Was macht Courtois? Das ist ein einfaches Tor. Und mit der Führung im Rücken spielte Porto auf Zeit, ließ den Ball in den eigenen Reihen laufen. Doch dann kassierten sie fast das Tor des Jahres. Real muss schön langsam mir die Kugel nach vorbringen. Jetzt vielleicht Courtois. Das ist ein Scorpion-Kick von Vini Junior. Aber das wäre ein Wahnsinnstor geworden. Real lief die Zeit davon. Sie mussten offensiver werden, hatten noch einige Gelegenheiten, aber die hatte auch Porto. Und Sekunden vor Schluss fiel dann die Entscheidung. 8 Sekunden noch, Real muss drücken, aber das ist wieder der Fehler von Courtois und das ist der Deckel drauf. 6 Sekunden vor Schluss nimmt Porto hier Real Madrid tops. Und jetzt geht es in die so richtig heiße Phase. Volta Champions League Halbfinale. BVB gegen Frankfurt. Und gespielt wird laut Glücksrad im ganz normalen 5 gegen 5 Modus. Und während der BVB dreimal los drüber lupfte, verwandelte die Eintracht direkt eiskalt zur 1:0 Führung. Doch nicht nur das, der BVB wirkte danach völlig von der Rolle. Die Eintracht hatte Chancen en masse und Kolumani so keinen Ballrückzieher. Aber dann wie aus dem Nix schlug der BVB zu. Dortmund muss hier mal kommen. Hummels jetzt vielleicht und das ist das Tor. Ich glaube, malen was. Und ja, der BVB ist wieder voll zurück in der Partie. Alles war also wieder offen, aber in Durchgang 2 spielten abermals nur die Frankfurter und trafen schließlich zur erneuten Führung. Und den Borussen lief allmählich die Zeit davon, doch sie kamen zu Chancen, hatten die Rechnung aber ohne Frankfurt-Schlussmann Kevin Trapp gemacht. Der hielt den Sieg der Eintracht fest und führte sie so ins erste Volta Champions League Finale der Vereinsgeschichte. Und dort wartet entweder Bayern oder Porto. Die beiden machen sich das jetzt in einem 5 gegen 5 Duell auf große Tore aus. Porto startete gut, fand aber in Jan Sommer immer eine unüberwindbare Wand vor. Doch es war möglich. Porto konnte das Wunder schaffen, oder? Antwort: Nein, sie wurden von den Münchnern komplett überrollt. Endstand 7:0 und hier mal ein paar Tore der Münchner. Also Porto,
die waren ja mal sowas von chancenlos, Alter. Aber so wirklich zählt's erst jetzt im großen Volta Champions League Finale. Die beste Volta-Mannschaft der Welt kommt auf jeden Fall schon mal aus Deutschland. Aber ist es der FC Bayern oder Eintracht Frankfurt? Wir finden's jetzt raus in einem Duell 5 gegen 5. Überraschungsball. Aber davor lasst doch gern noch ein Süß auf dem Abo-Button da. Dankeschön. Und die Bayern legten direkt gut los, wollten nichts anbrennen lassen, gingen aber schluderig mit ihren Chancen um. Aber gerade als die Eintracht erstmals offensiv aktiv wurde, schlug Sadio Mané eiskalt zu. Jetzt vielleicht, wenn schnell geht, Konterchance für die Bayern. Sadio Mané frei vor dem Tor, den ersten macht er nicht, aber der Nachschuss ist drin und die Bayern führen. Ja, das ist richtig. Aber die Antwort der Eintracht ließ nicht lange auf sich warten. Und er folgte doppelt. Ja, richtig gehört. Innerhalb weniger Sekunden schossen die Frankfurter den Ausgleich und danach auch noch die Führung. Alter Schwede, das gibt's doch nicht. Was ist denn hier los? Sag mal, kann die Eintracht das Ding hier vielleicht tatsächlich reißen? Ja, nevermind, Musiala macht direkt wieder den Ausgleich. Doch dann ließen die Münchner wieder einige wilde Dinger liegen. Joao Cancelo zum Beispiel einfach vor dem leeren Tor. Das muss man erstmal realisieren. Doch wieder war es in Halbzeit 2 Musiala und die Bayern. Es folgte ein offener Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten. Jedes Tor hätte das Spiel kippen können. Doch der Eintracht lief die Zeit davon. Und mit 5 Sekunden auf der Uhr starteten sie den einen letzten Versuch. Alario, den muss er schon machen, Jansson Martin. Jetzt vielleicht nochmal 3 Sekunden. Moani, er muss abschließen. Nochmal, aber das Spiel ist aus und die Bayern schlagen Frankfurt mit 3:2 im Champions League Volta-Finale und sind die beste Volta-Mannschaft. Der Witz. Ja, ist gut. Können wir gleich noch feiern. Wenn dir dieses Champions League Experiment gefallen hat, dann wird dir sicher auch das hier gefallen. Also hier klicken und jetzt gleich weiter gucken.